Es ist eine autobiografische Erzählung, die mein Leben in der DDR erzählt. Die schönen Erlebnisse einer behüteten Kindheit, dann aber auch zahlreiche Schlüsselerlebnisse, die am Ende dazu geführt haben, dass ich mit 18 Jahren dann doch versucht habe, über Bulgarien nach Jugoslawien zu fliehen, um in die Bundesrepublik zu kommen, was leider schief ging, sodass ich dann auch festgenommen wurde. War dann 1,5 Jahre inhaftiert und bin nach der Haft dann mit knapp 20 Jahren in die Bundesrepublik freigekauft worden. Und hier ist mir wichtig, nachfolgenden Generationen auch mit diesem Buch und auch meinen Vorträgen in den Schulen bewusst zu machen, dass die jungen Menschen bei der Gestaltung der Zukunft auch ab und zu zurückschauen müssen, um aus der Geschichte zu lernen. Und wie Henry Kissinger ja so schön gesagt hat, Geschichte ist und bleibt eine unerbittliche Lehrmeisterin. Das ist eigentlich im Grunde meine Motivation, mich dieses Themas anzunehmen und mit jungen Menschen darüber zu sprechen, damit wir achtsam mit unserer Demokratie, mit unserer Freiheit umgehen. Das ist auch ein Ziel des Buches.